Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Obibo hat mir vor langer Zeit mal was geschickt, hat gesagt, pack das mal in deine Wunschliste bei Amazon, Link in der Beschreibung. Da sind immer mal ein paar Sachen drin, Soßen und so, Spiele und so, Filme und so. Hat auf jeden Fall gesagt, pack doch mal dieses Carolina Reaper Pulver in deine Beschreibung, in die Amazon Wunschliste. Ich möchte dir das mal bestellen, ich möchte dir das mal zukommen lassen. Das ist von Scovilla Pulver. Carolina Reaper bis zu 2,2 Millionen Scoville Units. Hier steht nochmal extrem scharf. Und hier drüben Chili Pulver, Zutaten Carolina Reaper Chili gemahlen. 50 Gramm Scovilla bei Surialogics GmbH in Dörfles-Esbach 96487. Dörfles-Esbach. Das ist doch, ist das nicht in bei Suhl in der Nähe? Suhl, Sonneberg, irgendwas, eins von beiden, ist doch Dörfles-Esbach. Das habe ich noch nie probiert. Da hat er mal gesagt, hau dir das mal auf den Döner und mal gucken, wie es dir schmeckt und ob das scharf genug für dich ist. Das ist auch total eingestaubt, das stand schon ewig rum, ist aber noch haltbar bis, hier unten steht 30.12.2025, passt also. Wir machen das jetzt mal auf. Dann seht ihr, das ist auch noch komplett verschlossen. Also es gibt bestimmt auch Leute, die machen das vorher auf und füllen was anderes rein. Aber das ist komplett zu. Wir müssen das jetzt aufmachen. Adi, nein! Jetzt ist er tot. Ich hab's gewusst. Wir haben jetzt hier oben im Fach. Da können wir dann schieben. Wir können es schieben auf. Ich bin zu blöd, es zu schieben. Ich muss in die andere Richtung schieben. Nö, keine Ahnung. Warte mal. So geht's doch auf. Wie geht das denn jetzt schieben hier? Wir haben einmal. So, ich habe jetzt eine halbe Stunde an den Deckel rumgedrückt, bis ich gesehen habe, jetzt weiß ich, wie es geht. Das ist das große Fach. Das große Fach ist aber noch zu. Das musst du hier wahrscheinlich noch reindrücken, damit sich das raustrennt, weil das ist das, was auch auf alle anderen Sachen gelegt wird, damit du die einzelnen Fächer hast. Jetzt machen wir es also nochmal zu und hätten, wenn wir das so lassen, jetzt hier das große Fach, wo alles komplett rauskommt. Wir können es dann einmal hier rüberschieben. Jetzt habe ich es wieder falsch. Das ist wieder die falsche Richtung. Wenn wir es einmal rüberschieben, oh, das geht übelst brutal. Haben wir drei große Löcher, wo es rauskommt. Und wenn wir es nochmal weiter schieben, haben wir hier die vielen kleinen, das sind 4, 5, 6, 7 kleinere Löcher vom Carolina Reaper Pulver. Hupsi hat nämlich gesagt heute, sie möchte unbedingt einen Döner essen, ob wir nochmal kurz in die Stadt fahren können. Sie will einen Döner essen. Jetzt hat sie Döner geholt. Ich habe gesagt, nimm meinen einfach normal, ohne Gewürz, mit Knoblauchsoße. Keine scharfe Soße diesmal, nicht extra scharf wie sonst. Denn ich möchte jetzt wirklich mal den Unterschied haben, wenn ich normal in den Döner reinbeiß und wenn ich Carolina Reaper Gewürz habe und dann in den Döner reinbeiß. Jetzt ist das natürlich alles hier drin, da ist überall Soße dran, da klebt noch eine halbe Zwiebel, egal. Das ist unser Döner, unser Testdöner, der ist vom von Pizza Town. Pizza Town in Meiningen hat diesen Döner gebastelt. Das Pulver mal daneben. So, und jetzt wollen wir erstmal kurz reinbeißen und gucken, wie der schmeckt. Du merkst sehr präsent die Knoblauchsoße, die sehr frisch ist. Sehr lecker, muss ich sagen. Hat ein bisschen auch irgendwie eine Art Dill. Wie eine Dillsoße schmeckt das noch ein bisschen. Am Ende merkst du das Fleisch raus und ja, schmeckt gerade irgendwie wie frischer Gurkensalat. Jetzt haben wir also hier das kleinste, die kleinste Stufe vom Carolina Reaper Pulver. Hauen jetzt hier drüben mal einmal. Guck, das Orange, was jetzt hier drauf ist, ist das Pulver. Wir hauen jetzt einmal das drauf. Beiß mal rein. Ich muss sagen, der erste Biss, den ich hatte, da war wirklich gar nichts scharf, gar kein Gewürz, nichts dran. Jetzt habe ich eine leicht pfeffrige Note, so würde ich das sagen. Eine leicht pfeffrige Note.
So, das heißt, wir nehmen nochmal, diesmal aber mehr. Wir gehen mal hier hin, in diese Richtung. Wir machen jetzt hier ein bisschen Pulver drauf. So, haben jetzt mal ein bisschen mehr. Ihr seht wieder die rote Ecke, die orange Ecke, wie auch immer. Okay, man merkt wieder ein bisschen mehr als eben. Aber da geht noch was. Mir würde das jetzt nicht als Carolina Reaper Pulver unter die... Okay, ich nehme alles zurück, Moment. Und sagen, das schmeckt jetzt nicht wie Carolina Reaper Pulver, sondern einfach wie normales Chili Pulver gerade. Carolina Reaper klingt immer so brutal. Merke ich jetzt noch nicht so. Ich muss es mal... Ich lasse es auf der Stufe. Ich hau halt einfach noch mehr drauf. Auf dieselbe Stelle. Und gehen jetzt nochmal hier. In die Mitte. So. Das heißt, ab jetzt kann man seinen Döner immer selber würzen. Mit Carolina Reaper Pulver. Seht ihr das hier? Das ist jetzt auch alles wieder Carolina Reaper Pulver. Wir hauen da mal drauf, beißen da mal rein. Und es ist ein bisschen scharf, okay, aber mir fehlt das gewisse Extra. Ich werde jetzt mal rübergehen, werde die kleinen Löchlein hier schließen, werde zu den nächst größeren Löchern gehen. So, jetzt haben wir hier die drei großen. Die drei großen Löcher sind jetzt auf. Wir werden damit jetzt mal probieren. Hauen uns das jetzt hier drüben wieder hin. Seht ihr wieder das Carolina Reaper Pulver? Alles, was jetzt hier orange ist, ist Carolina Reaper Pulver. Beißen da rein. Es nimmt wieder ein bisschen zu. Ich merke, es verteilt sich auch schon schön, aber ich möchte mal noch eine Stufe weitergehen. Und zwar gehen wir jetzt mal in das große Feld. Das große Feld, ich hätte gar nicht gedacht, dass ich so weit komme. Aber es lässt sich gerade noch gut aushalten. Wir nehmen jetzt also das große und gehen wieder auf die Seite, weil drüben die nimmt viel zu sehr ab. Hauen jetzt hier mal was drauf. So. Aus dem großen Feld, guckt euch das an. Da ist jetzt Carolina Reaper Pulver drauf. Wie man sieht, eine ganze Portion, ein ganzer Sack voll. Wenn ich jetzt umfalle, da wisst ihr warum. Ansonsten mal probieren. Jetzt ist es auf jeden Fall ein bisschen staubig. Es zieht nochmal an von der Schärfe, es brennt. Hier ist was Rotes am Döner. Ich glaube, das ist Blut. Ich glaube, meine Lippe blutet gerade hier oben. Das ist aber was anderes. Da hatte ich die Tage irgendwie ein Bläschen oder so. Das war jetzt da. Das ist jetzt auf. Das heißt, eigentlich brennt das noch mehr am Mund. Aber wir konzentrieren uns aufs Innere. Oh ja. Jetzt merke ich, es zieht an. Ich habe aber noch eine Ecke. Ich möchte hier auf die Ecke auch noch mal was machen. Carolina Reaper Pulver von Obibo, danke dafür. So, jetzt merke ich, das Pulver hat sich nämlich die ganze Zeit irgendwie oben wie an den Gaumen gehangen oder so in die Mundhöhle und ist da festgepappt. Du musstest das mit der Zunge jetzt irgendwie lösen. Jetzt verteilt sich das nochmal alles. Das ist halt der Nachteil an Pulver. Pulver ist halt trocken. Pulver staubt. Pulver macht das Essen trocken. Pulver atmest du aus Versehen mal ein. Pulver ist nichts für Tiere. Ich würze mein Essen dann lieber immer mit Soßen, die du einfach drauf tröpfelst. Ich merke jetzt richtig die Schärfe. Ich merke jetzt richtig, es kommt. Die Augen fangen auch an zu drehen.
Also zwei große Portionen von dem Pulver hauen dann doch ordentlich rein. Ich werde den Rest von dem Döner jetzt so genießen, ohne Pulver, weil das Brennen ist jetzt sowieso da. Danke, Obibo. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Ja, der Döner wird jetzt leider ziemlich trocken gegen Ende hin. Oh, es wird immer frampfiger auch. Aber das Brennen ist gut da, das Brennen merkst du auf jeden Fall. Du kämpfst auch die ganze Zeit gegen den Nasenfluss. So, wie ihr seht, bin ich auch absolut kein Schnellesser. Ich kann nicht schnell essen, Wettbewerbe, schnell essen, das ist einfach absolut gar nichts für mich. Aber wenigstens versuche ich es halt, ganz zu schaffen, ohne zu trinken und auszuhalten. So, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Danke, Obibo, für dieses Carolina Reaper Pulver. Ich werde es in Ehren halten.